Alles klar, probieren wir unser Glück nochmal. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht und jetzt probiere ich mein Glück nochmal gegen die zwei Deppen. Ja, das kennen wir ja schon, das Gequatsche aus dem letzten Part, falls ihr den gesehen habt. Ich überspringe das jetzt einfach mal. Ich glaube, das interessiert eigentlich nicht so richtig. Gut, das speichere ich nochmal, dass wenn wir verlieren sollten, wir das Ganze nicht nochmal anhören müssen. Und jetzt kommt die Revanche. Nochmal verliere ich nicht gegen euch. Und los geht's. Jetzt weiß ich immerhin, auf was sie spielen. Der eine spielt auf diese... Wie heißen die Monster nochmal? Ich weiß nicht mehr. Koi Moru oder was weiß ich. Und der andere spielt auf... Habe ich vergessen. Okay, sie fangen an. Nebeltalfalke. Ah ja, okay. Aber er möchte unsere Karten auf die Hand zurückgeben. Vermutlich jetzt mal. Deswegen hat er die jetzt gespielt. Ach, wir haben ein beschissenes Blatt. Gut, dass wir diese Karte hier haben. Die wird uns helfen, das zu kriegen, was... Arschloch. Okay, daneben nicht. Meine Güte. Super Start. Super Start. Könnt mir gar nichts Besseres jetzt vorstellen. Okay, die verdeckt. Dann die hier. Ich setze jetzt einfach alle meine Karten, die ich da habe, auf irgendwie verdeckte. Außer Schild und Schwert. Schild und Schwert zu spielen, verdeckt wäre ein bisschen Risk. Okay, das reicht. Jetzt ist ein Kollege an der Reihe. Und wieder ein Koi Mairo. Koi Mairo heißen die Scheißviecher. Entschuldigung, aber es stimmt. Oh nein. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Eins muss ich ihnen auf die Hand zurückgeben. Ist eigentlich egal, welches ich wähle, ne? Kannst mit diesen... Ah, okay. Er muss eine Karte auf die Hand zurücknehmen. Um einen Angriff zu deklarieren. Na gut, dann nehmen wir in diesem Monster auf die Hand zurück. Müssen wir das an den Verdeckten auf die Hand zurücknehmen? Ganz genau. Ich hätte die vielleicht noch als Kette aktivieren sollen, die mystische Raumteilfunkkarte. Dann hätte er kein Monster, was auf die Hand zurückgeben könnte. Denn dadurch hätten wir jetzt diesen 2000er Direktangriff vermeiden können. Und er setzt bei Verdeckte. Eine davon werde ich zerstören, halt nicht die, sondern... Ach verdammt, ach egal, ich kann sie jetzt auch immer noch machen. So, mystische Raumtyphon! Ich klatsche es deine ganzen Verdeckten weg! Enemy in the Mist, es rabbelt in der... Okay, ich fange jetzt nicht nochmal damit an. Was ist denn das? Glanz des Eisenkerns. Zeige einen Eisenkern von Koi Mairo in deiner Hand vor. Annulliere die Aktivierung einer Zauber- oder Fallenkarte deines Gegners und zerstöre sie. Schon wieder eine Annullierungskarte. Ich hätte mich sehr geärgert, wenn ich die benutzt hätte. Okay, ich muss die jetzt verdeckt setzen. Belastungsprobe eines Reisenden. Mehr kann ich leider nicht machen, da ich kein Monster auf meiner Hand habe. Arvin Königin. Jetzt kriegt die. Jetzt kriegt er eine Jagdrinne der Harpien auf die Hand. Ach komm, schlimmer kann es doch gar nicht mehr werden, oder? Jetzt will er seine Harpien verstärken, das muss ich annullieren. Nein, er schweißt das ab und annulliert meinen Effekt. Oh je, das sieht nicht gut aus. Wie im letzten Part. Ich glaube, das verlieren wir nochmal. Eieiei, das sieht böse aus. Ja, jetzt benutze ich meine Falle.
und versuche seinen Angriff irgendwie abzuwehren. Monsterkarten, er hat falsch geraten, das ist gut. Okay, zweiter Versuch von ihm, meine Lebenspunkte anzugreifen. Ha! Okay, sehr schön. Jetzt war das Glück auf unserer Seite. Er hat zweimal falsch geraten. Und damit ist sein Feld jetzt leer. Ach, jetzt holt er sich eine Jagdrunde der Harpien auf die Hand, indem er seine Harpienkönigin abschmeißt. Jetzt spielt er sie wahrscheinlich auch. Nee, bitte nicht. Jetzt holt er sich ein Monster von seinem Friedhof. Ich glaube, ich habe noch eine mystische Raumteufelkarte, oder? Zerstöre ich. Ah, nein, das ist Waffenstillstand, verdammt. Okay, wenn er jetzt eine HP spielt, kann er eine Karte von uns zerstören, die auf unserer Zauber- oder Fallenkartenzone ist. Ich habe eine Idee, wie ich seine Harpie klein kriege. Und zwar mit Schild und Schwert mache ich das jetzt. Erstmal spiele ich Maharagi, oh Gott. Schwer auszusprechen. Jetzt spiele ich die Schild- und Schwertkarte. Jetzt vertausche die Grund-ATK und die Grundverteidigungspunkte. Damit hat unser Maharagi mehr Angriffspunkte als ihre HP hier. Und jetzt werde ich sie zerstören. Soweit so gut. Damit geht auch Ruf der Gärten weg. Sehr gut. Und das ist uns Endphase. Da Maharagi ein Spirit-Monster ist, kommt es zurück auf unsere Hand. Und jetzt hat sich der Effekt aktiviert, das heißt, wir können im nächsten Zug unser Monster, also wenn wir eine Karte ziehen, können wir entscheiden, ob wir die behalten wollen oder unter das Deck legen wollen. Oder halt, bevor die Draw-Phase beginnt, sagen wir es mal so. Okay, dieses Mal hatte er Glück gehabt mit dem Raten, aber gut, wir haben zwei Monster, da ist es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass er trifft. Jetzt haben wir wieder 2000 direkten Schaden bekommen. Und wir sind wieder im Rückstand. Aber das kann ich alles ausgleichen, indem ich jetzt hoffentlich ein gutes Monster ziehe. Setzt jetzt der Effekt unser Maharagi. Medusa-Wurm. Bringt mir leider jetzt nichts, ich lege sie unser Stack. Ja, die ist okay. So eine habe ich gebraucht. Die hat genauso viel Verteidigungspunkte, wie sein Monster Angriffspunkte hat. Das könnte jetzt allerdings gefährlich werden, wenn er sein Monster verstärkt. Hoffentlich macht er es nicht. Er hat allerdings die Karte, die ja, mit der er es verstärken kann, und es ist irgendwie Banner des Mutes. Ja, Banner des Mutes heißt es genau. Okay, er hat ein weiteres 2000 Angriffspunkte Monster gespielt. Scheiße. Es wird auch noch durch den Feldzauber verstärkt. Ah, bitte, Rat falsch, bitte, damit ich was machen kann. Ich will mich nicht nur verteidigen wollen. Rat falsch, nein! Scheiße. Meine Abfangkanonen. Ich hasse dich. Ich und deine 2000er Monster, so früh auch. Das ist scheiße. Damit kann ich mich ja gar nicht wehren. Die bringt mir jetzt auch nichts. Ich glaube, ich habe das falsche Deck gegen die zwei.
Vielleicht sollte ich vielleicht mein Zombie-Deck benutzen. Das wäre vielleicht eine bessere Möglichkeit. Wenn ich jetzt Waffenstillstand spiele, dann kommt mein Maharagi auf die Hand zurück, weil er offen liegt. Denn mein Monster wird dann dadurch aufgedeckt. Es wird wahrscheinlich wieder ein Kuai Mairo Monster spielen und dann mich wieder angreifen. Oder er macht es so, spielt gleich noch ein weiteres Monster, jetzt aktiviert sich der Effekt seines Monsters. Und er kriegt ein weiteres Kriegermonster aufs Feld, wahrscheinlich den Kuai Mairo. Oder stimmt doch. Nein, ein Raser von Kuai Mairo, hurra. Genauso schlimm. Ich hasse jetzt alles, was den Namen Kuai Mairo in seinem Namen hat. Das ist echt nicht, das ist nicht gut. Das macht keinen Spaß. Ich glaube, ich nehme ein Zombie-Deck. Das hat eine größere Offensive. Mein Deck spielt ja eher auf Verteidigen und dann das auf die Hand zurückgeben. Aber wenn er nur 2000er Monster auf dem Feld hat, dann kann ich mir gar nicht verteidigen. Dann müsste ich höchstens meine Verteidigung verstärken. Aber ich habe keine Karten, die meine Verteidigung verstärkt. Habe ich jetzt gerade meine Belastungsprobe nicht aktiviert? Oh Gott, was ist denn los? Naja, immerhin aktiviert sich jetzt der Effekt. Vielleicht bewirkt die, dass wir die Karte auf die Hand bekommen, die ich haben möchte. Ich wäre jetzt mit einer Riesenratte zufrieden. Und wieder ein direkter Angriff von ihm. Ah, es ist sehr schwer mit dem Deck. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Schaden bekommen. Verdammt, das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön von denen, dass die so ein Deck haben. Seht ihr das? Lauter 2000er Monster. Mit der Stufe 4. Ich hab das falsche Deck gegen die Sandmotte. Bringt mir leider nichts, denn ja. Er hat ein 2200er Monster. Okay, wisst ihr was? Ich gebe das jetzt einfach auf. Das macht keinen Sinn. Ich nehme jetzt einfach mal ein anderes Deck. Nein! Das macht einfach keinen Sinn. Ich muss ein anderes Deck benutzen. Ich nehme jetzt einfach mal mein Zombie Madness Deck. Vielleicht bin ich mit dem besser dran. Und jetzt kommt wieder diese demütigende Animation. Hurra! Ja, Spiel, ich hab's kapiert. Ich bin scheiße, okay. Schön, dass du es mir reinwürgen möchtest. So, okay. Gut, dann nehme ich jetzt mein anderes Deck. Ich wollte nicht darauf zurückgreifen, aber die lassen mir ja keine andere Wahl. Jetzt hätte ich denen Zombies auf dem Hals. So, und ich werde meine Zombies noch weiter verstärken, indem ich ein paar unnötige Zauberkarten oder Fallenkarten raustue, wie zum Beispiel die hier. Und die kann ich eigentlich auch raustun und stattdessen magische Hammer reintun, denn die ist äußerst. Die ist besser. Okay, die hau ich rein. Dann, was kann ich noch reintun? Schwarzes Loch ist leider verboten. Im nächsten Spiel ist die, soweit ich weiß, limitiert. Nein. Dimensionsloch, nein. Gedankenkontrolle ist limitiert, okay. Eigentlich ist sie verboten. So, magischer Hammer ist drin. Und dann passt es so? Was meint ihr? Dreimal Zwangsverkühlungsgerät. Die ist heute limitiert und hier habe ich sie dreimal drin. Vielleicht sollte ich noch ein paar andere Zombie-Monster reintun. Ich schau mal schnell, was ich hier noch für andere Zombie-Monster habe. Dunkler Staubgeist. Pyramidenschildkröte, Ryokuki. Hey, wir haben ja noch einen. Na, was ist jetzt?
Ja, Tatsache, jetzt haben wir drei Ryokokis im Deck. Ich glaube, ich tu noch ein paar Vampir-Ladies rein. Jetzt muss ich das Deck ein bisschen ausgleichen, indem ich ein paar Karten raustue, die ich nicht so besonders sinnvoll finde. Doppelter Kristall vielleicht hau ich raus, weil wir spielen ja nicht wirklich auf Tributbeschwörung, wir spielen die ja. Wir spielen ja darauf, dass wir die mit Pyramidenschildkröte holen, die Monster. Und die finde ich eigentlich auch unnötig, denn wir wollen ja sein Deck nicht zerstören, sondern wir wollen den. Ja doch, eigentlich schon, weil wir haben jetzt ja dreimal Vampir-Lady drin, die sind ja auch auf Deckzerstörung ausgerichtet. Was kann ich noch raustun? Die dreimal ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, zweimal reicht auch aus. Und die hau ich auch aus. Die brauche ich auch nicht. Gut, dann tue ich, dann tue ich den Knochendingens, den Knochenturm wieder rein. Dann spielen wir halt ein bisschen auf Deckzerstörung. Ist auch eigentlich ganz interessant. Gut, dann tue ich noch meine Special-Karte markieren. Ah, die ist bereits an. Okay, sehr gut. Dann speichere ich jetzt das Ganze und überschreibe das veraltete Deck. Okay, Deckaufbau beenden, ja. So. Dann hier zurück. Dann speichere ich nochmal. Und jetzt mache ich diese zwei Turteltäubchen platt. Mal werde ich nicht verlieren. Meine Zombies werden euch das Fürchten lehren und ich werde meine bittere Rache bekommen. Ihr mit euren 2000ern, was? Glaubt ihr, ihr seid stark? Zäh. Die haben ein verdammtes Rush-Deck. Aber jetzt habe ich auch ein Mittel, 2000er so früh wie es geht rauszuklatschen. Passt auf, ich spiele jetzt Magischer Hammer. Und da ich weiß, dass die 2000er im Deck haben, werde ich einfach mal meine zwei Vampir-Ladies zurück ins Deck mischen. Ach komm, ich hau gleich alles zurück. Eigentlich wollte ich reißende Attribut noch behalten, aber ich habe mich versehentlich vertippt. So, als nächstes regenerierende Mumie in eine Angriffskraft. Die hat eine Angriffskraft von 1800. Und dann noch Ruf der Gejagten, falls sie irgendwie meinen Monster zerstören sollten. So. Jetzt sind sie wieder dran. Ach ja, und wir haben Ryokoki, denn. Und Ryokoki hat den Vorteil, dass wenn es gegen einen Monster vom Typ Krieger oder Hexer kämpft, der Gegner am Ende des Damage Steps zerstört wird. Okay. Ein verdecktes Monster und zwei verdeckte Karten. Er will mich wohl in eine Falle locken, glaube ich. Soll ich angreifen? Ja, eigentlich kann ich schon angreifen. Ich meine, ich habe ja reißendes Tribut. Quatsch, Dingens, ne? Ruf die Gejagten. Ich greife jetzt einfach mal an. Aha! Spiegelkraft! Eine weniger. Ich hab's doch gewusst, dass er irgendwas dagegen hat. Na gut, dann mache ich es eben nochmal und also dann rufe die Gejagten und greife einfach nochmal an. Die Spiegelkraftkarte wurde viel zu früh jetzt benutzt. Unglaublich, dass man die heute dreimal im Deck haben darf. Ist doch krass, oder? Okay, als nächstes werde ich meine Main Phase 2 einleiten und meine Mumie opfern. Und Ryokoki spielen. Als Tributbeschwörung. Als nächstes magische Störung, falls er irgendwas hat, um ein Monster mit einem Effekt zu zerstören. Und Endphase. Achso, ja, Ruf der Gejagten bleibt auf dem Spielfeld, obwohl unser Monster nicht mehr da ist, weil es ja eine permanente Falle ist. Das ist der Nachteil an der Falle. Jetzt haben wir eine Zauber- oder Feinkartenzone belegt, die wir gar nicht brauchen. Also mit einer Karte, die wir gar nicht mehr brauchen, sagen wir es mal so. Ha, zwei verdeckte. Okay, wenn ein Kollege von dem Spiegelkraft drin hat, dann hat der andere meistens auch noch eine Spiegelkraft in seinem Deck. Soll ich angreifen?
Ja, ich kann ja notfalls noch Vampir-Lady spielen, falls mein Monster zerstören sollte, durch eine zweite Spielkraftkarte. Na, warte, jetzt räche ich mich an euch. Los, Angriff! Fliegende Kamahiri. Nummer 1. Ja, wenn dieses Monster auf dem Friedhof gelandet wird, kann er ein Monster von, ja, vom Typ Wind mit einer ATK von 1500 weniger oder weniger als Spezialbeschwörung beschwören. Er nimmt jetzt bestimmt eine. Natürlich, ich hab's doch gewusst, eine Harpie. Wie soll es auch anders sein? Verdammtes Harpiendeck hat der. Egal, komm. Wenn du jetzt irgendwas als Assiges spielst, dann habe ich ja magische Störung. Aha, ruft der Gejagten. Okay, er möchte ein Monster von seinem Friedhof zurückholen. Tornado von Kammer Huai Mairu. 1800 Angriffspunkte, okay. Der Effekt ist mir jetzt gerade egal. Hier für euch. Oh nein, eine Tributbeschwörung. Das ist dein stärkstes Monster. Während jeder deiner Endphasen zerstöre diese Karte. Es sei denn, du legst einen Eisenkern von Kai Mairo von deiner Hand auf dem Friedhof oder zeigst ein Monster von Typ Krieger in deiner Hand vor. Du kannst diese Karte als Tributbeschwörung beschwören, indem du einen Kai Mairo Monster als Tribut anbietest. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, oh Gott, jetzt kommt's, kannst du einen Kai Mairo in deinem Friedhof auf dem Spiel entfernen, um bis zu zwei Karten zu zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Oh nein! Nein! Er benutzt den Effekt! Bitte nicht! Ich hasse dich! Er macht den Effekt, nein! Aber er hat nur ein Monster geopfert, er muss zwei abgeben! Nein! Ey! Das macht keinen Spaß gegen euch. Ihr seid zu assig. Ja, greif mich ruhig zweimal direkt an, wenn es dir Spaß macht. Ich hasse euch. Langsam werde ich richtig wütend auf die zwei. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich ein paar von euch, die sagen, hey, ich habe beim ersten Versuch gegen die gewonnen. Ist mir egal. Die sind schwer, okay? Die sind schwer. Oh, die Karte rettet meinen Hintern. Aber er hat eine Harpie auf dem Feld. Und ja, er hat bestimmt ein Deck, was meine Zauber- und Feindkarten zerstören wird. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss meine Feriatischen Schwerte jetzt spielen. Jetzt wird es bestimmt annullieren, oder? Nein, okay. Gut, dann Vampir-Lady verdeckt. Und das reicht auch schon. Die folgenden Szenen sind für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Bitte zerstöre nicht meine Schwerterkarte. Die habe ich großgezogen, lass das! Zerstör meine Ruf der Gejagten. Nein. Die sind aber auch auf alles vorbereitet. Ich komme nicht an die vorbei. Ah, genau. Die haben immer die perfekten Karten. Jetzt ist der Moment, an dem ich mich aufregen werde. Ich reg mich jetzt auf. So, ich reg mich jetzt verdammt nochmal auf. Entschuldigung. Jetzt machen sie mich nochmal alle. Komm, greift mich an. Greift mich ruhig an. Na los, greift mich an. Ja, genau. Spielt einfach immer die Karten, die ich mir als letztens wünsche. Genau, jetzt macht mich alle. Na los, ich hab's verdient, genau. Juhu, genau. Macht mich ruhig fertig. 2000 Punkte Schaden. Ja, ich hab verloren, okay. Ich hab keinen Punkt von euch Schaden zugefügt. Ich bin scheiße. Ich kann kein Yu-Gi-Oh! Spielen. Ihr seid die Kings in diesem Spiel. So, jetzt hab ich's gesagt. Langsam mit den Lappen hier. Ich komme nicht an die vorbei. Das fasse ich doch nicht. Normalerweise verliere ich nie gegen die. Aber ausgerechnet im Let's Play scheitere ich gegen die. Das ist echt frustrierend. Das mache ich nicht so an dem Spiel. Dann muss ich mein Deck nochmal bearbeiten oder was? Na
Komm, ich mache jetzt ein Anti-Deck gegen die. Extra. Jetzt baue ich mir ein extra Deck gegen die Lappen hier auf. Ich glaub's nicht. Habe ich das echt jetzt nötig? Ich habe echt Besseres zu tun als... Okay, sie haben Monster mit einer hohen ATK. Das heißt, ich tue jetzt auf jeden Fall das rein. Moment, das hier rein. Habe ich eine bodenlose Fallgrube vielleicht? Nein. Aber die tue ich auch rein. Und dann noch die hier dreimal. Da muss ich irgendwie die Angriffskraft schwächen. Halt, nein, mein Spiel rastet gerade aus. Nein, das will ich nicht. So, okay. 1, 2, 3, die hau ich noch rein. Nein, nix an. Und dann noch die hier. Und dann noch die hier. Was habe ich denn noch? Ja, die ist auch nützlich. Dann noch. Ich fange extra mit den Fallen an, weil ich weiß, mit was sie angreifen werden. Das mache ich alles ganz bewusst. Dann noch. Die hier. Und Fallen habe ich fürs erste genug. Dann, jetzt kommen die Zauberkarten. Da klatsche ich auf jeden Fall. Was klatsche ich denn da rein auf jeden Fall? Genau, zerstören, entfernen. Nein, nichts. Nein, verdammt, ich verliere wieder die Kontrolle. So, die hier klatsche ich rein, die hier. Nein, verdammt. Die hier dreimal. Dreimal! Hallo! Dreimal! Dann 1, 2, 3. So. Am liebsten würde ich jetzt Regiki reintun, aber die ist leider verboten. Nein, ich will nichts anschalten. Als nächstes. Ja, die hat mir gerade nicht den Arsch gerettet, sondern ja. Ja, alles herausgezögert für die. Dann eben. Ach komm, ich will da nichts. Verdammt, warum aktiviert sie meine A-Taste ständig? Was mache ich mit der Maus? So, wie sieht es denn jetzt bereits aus? Ja, sieht ganz ordentlich aus. Viele Zerstörungs- und Annullierungskarten extra für die. Was ist das? Wirf 5 Karten ab. Zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Hier habe ich da auch noch einen. Habe ich noch nie benutzt, aber jetzt benutze ich es einfach mal. Okay, jetzt haben wir die Hälfte unseres Decks mit Zauber- oder Fallenkarten. Mehr ist die Hälfte sogar. Jetzt werde ich ein paar Monster reintun. Und zwar Monster, die ja überleben und andere vom Friedhof holen. Und zwar mache ich jetzt mal, ja, ich tue es jetzt einfach mal ordnen, auch Effektmonster. Normale Monster haue ich auf keinen Fall rein. Dann Deck durchsuchen. Die haben wir nur einmal. Ich haue jetzt die hier, haue ich jetzt viermal, jetzt dreimal rein. Dann haue ich die dreimal rein. Wir spielen zwar nicht auf Zombies jetzt zu spielen, aber egal. Und dann brauche ich noch ein paar richtige Burner. So, jetzt haben wir wenigstens uns eine gute Verteidigung aufgebaut. Jetzt brauche ich irgendetwas, mit was ich die ownen kann. Mit was kann ich die denn ownen? Jetzt brauche ich eine starke Karte. Am besten so eine starke Karte hier. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Ja, leider ist die verboten. Würde ich das am liebsten reintun. Feuchtigkeitsbeschwörer, 3 Monster, heißt so gut, zerstöre alle Zauber- oder Fallenkarten auf der Spielfeldseite deines Gegners. Okay. Ich brauche jetzt ein paar richtige. Soll ich auf Synchro-Beschwörung spielen? Ja, Synchro-Beschwörung wäre ganz nützlich. Wir haben viele Monster, die auf darauf spielen, dass die andere als Spezialbeschwörung beschwören. Und dann wäre es ganz gut, wenn ich jetzt ein paar Empfänger rein tue. Genau, ich haue jetzt ein paar Empfänger rein. Leider haben wir nicht so viele Empfänger, das heißt, ich muss jetzt die reintun, die ich habe. Nein, verdammt! Mein Spiel rastet wieder aus. So, Empfängermonster. 1 und... Ach, komm schon! So, nein! Verdammt, das ist so umständlich hier. Und dann, zack, ein Monster brauchen wir noch. Wir haben viel zu viele Zauber- oder Fallenkarten, sehe ich jetzt gerade. Na gut, dann klatsche ich ein paar raus. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Oder vielleicht doch, ich übertreibe es jetzt einfach mal. So. Rein aus Prinzip her. Habe ich vielleicht einen Coup de Gier oder sowas?
Nein, leider nicht. Schade. Na komm, jetzt habe ich noch ein paar Monster raus, die vielleicht nicht im Kampf zerstört werden können. Genau, warum bin ich nicht gleich aufgekommen? Geistersensenmann! Bleib mit dir ins Deck! Gut, habe ich sonst noch irgendwelche? Starke Winddrache. Diese Karte kann nicht durch Kampf mit einem Monster zerstört werden, das derselben ATK-Wert hat. Okay, das interessiert mich nicht. Und haben wir noch irgendwas, ein anderes Monster, was nicht im Kampf zerstört werden kann? Also, diese starke Winddrache, den habe ich bereits erwähnt. Nee, haben wir nicht. Okay. Habe ich einen Verwandlungsqueak? Schauen wir jetzt mal die Verbotenen an. Verbotene sind immer gut. Okay, die ist interessant. Schwerer Sturm ist auch interessant. Hey, ich habe einen Verwandlungskrug. Rein mit dir ins Deck. Jetzt habe ich zwar ein bisschen Karten zu viel, aber egal. Ich bin stark überzeugt, dass das gegen das Deck des Gegners wirksam ist. So, Rezept speichern, zack. Rezeptnamen ändern. So, wie benenne ich das denn jetzt? Wie heißen die zwei Typen denn? Anti. Ich nenne es als Anti-Rush-Deck. Rush. Deck. So, vorhin haben die nämlich fett gerusht. Ihr habt es gesehen. So, dann lade ich das Ganze, damit sich der Name anpasst. Jetzt steht der Name hier oben. Gut, ich weiß nicht, ob das Deck wirksam gegen die ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das das passende Deck gegen die zwei ist. Okay. Mit deiner Hilfe werden wir berühmt. Ihr seid, glaube ich, jetzt schon berühmt. So. Und wenn ich jetzt nochmal verliere, dann bin ich wirklich wütend. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ach komm, zweiter. Ruft ständig so ein scheiß Typ an, Entschuldigung, aber ich bin gereizt, ja. Und wenn ich jetzt noch höre, dass jetzt das Telefon bimmelt, dann werde ich einfach nur aggro. Ich bin jetzt sowas von aggro jetzt, ja. Okay, er hat seinen Nebeltalfalken. Wie seht ihr das? Rasteck, 2000 Angriffspunkte. Okay. Komm, hau mir den gleich weg. Ich muss mir das total beherrschen, damit ich keine vulgären Ausdrücke sage. Weil das mögen die kleinen Kinder da draußen, die dieses Let's Play anschauen. Nicht wahr? So. Angriff! Okay, Endphase. So, okay. Wenn es jetzt zerstört, ist es nicht so schlimm. Wir kriegen einen zweiten von unserem Deck aufs Spielfeld. Außer er zerstört es mit dem Effekt. Hey, der ist echt auf alles vorbereitet. Das ist echt frustrierend. Jetzt rusht er mich wieder weg. Ja, genau, greif mich direkt an. Ich stehe drauf, wenn du mich direkt angreifst. Das macht mich so richtig geil. Okay, hier hört es damit auf. Alter, welcher Lappen ruft das ständig an? Ich habe keinen Bock daran zu gehen. Check's endlich. Ich bin Aggro. Ich bin Aggro Berlin. So. Es ist mir egal, wo Gehirnkontrolle steht. Kann er nicht aufhören? Ich bin gerade beim Let's Play aufnehmen. Ich gehe nicht ran. Und selbst wenn es Obama ist, ich gehe nicht ran. So, kann von mir aus auch Merkel oder was sonst irgend so ein Politiker sein. Ist mir egal. Angriff!
So, jetzt rush ich ihn weg. Ich bitte gleich, kommt der Typ da rein, der angerufen hat, stürmt so in mein Zimmer und sagt, warum bist du nicht angegangen? In diesem Part kommt es bestimmt doch vor, ich wette. Okay, jetzt entferne ich seinen Krieger aus dem Spiel. Denn er kriegt es jetzt wieder zurück. So. Okay. Wenn er unser Monster jetzt zerstört, ist es nicht so schlimm. Wir kriegen 1000 Lebenspunkte wegen dem Effekt des Monsters. Und zwei weitere. Ah, ich verstehe, auf was die spielen. Der eine spielt auf 2000er Monster. Mit einer hohen ATK. Und der andere, der spielt darauf, die Zauber- und Feinkarten zu cleanen. Und es funktioniert. Das war zu erwarten. Alles klar, jetzt aktiviert sich der Effekt. Wir kriegen 1000 Lebenspunkte. Als Wiedergutmachung. Und zwei weitere flinke Momongas auf das Spielfeld. Alter, der Typ ruft schon wieder an. Es ist mir egal. Ey, gleich schalte ich das Telefon aus. Ich schwör's dir. Mann, Gepiepse da draußen. Telefon. Hier Gepiepse von der Musik. Frust in meinem Kopf. Schlimmer geht's nicht mehr. Ah, immerhin krieg ich 1000 Lebenspunkte. Mich echt aggro. So aggro war ich lang nicht mehr. Okay. Flammenbell-Magier. Er hat 1400. Okay, ist okay. Kreaturentausch. Zack. War mir klar, dass du mir dein Schwäches gibst, du Pussy. So, ich greife jetzt dein Monster an. Das! Entschuldigung. Entschuldigung. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe keine Karten mehr, ich habe keine auf dem Spielfeld. Ich habe dreimal vorhin gegen die verloren, hintereinander. Der Gegner hat fast alles, was er hat. Ich habe zwar mehr Lebenspunkte, aber das wird sich jetzt in diesem Moment ändern. Da ruft ständig so ein Arschloch an. Ich bin wütend, ich bin aggro. Was will man mehr? Die perfekte Let's Play-Situation. Ja, ja. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt cheaten soll, weil die gehen mir wirklich auf die Eier. Entschuldigung für die ganzen Ausdrücke in diesem Part, aber es stimmt. Ich meine, seht euch das an! Jetzt wird er gleich eine Synchro-Beschwörung machen. Mit meinem eigenen Empfängermonster. Na warte, der hat ja kein Synchro-Monster in seinem Deck. Ah. Ey, sowas macht keinen Spaß. Ja, okay, wir haben wieder verloren. Mach mich ruhig fertig, Spiel. Damit kann ich leben. Ey, ich werde diese zwei Lappen in diesem Part noch besiegen. Und wenn jetzt das letzte ist, was ich tue. Und selbst wenn der Part 5 Stunden dauert, ich mach das jetzt. So. Jetzt ruft er schon wieder an. Halt die Fresse, scheiß Telefon. Schnauze. Ich geh nicht ran. Der soll's checken, verdammte Scheiße, ey. Scheiß Deck bearbeiten, zack. So, jetzt erlebt ihr mal eine ganz andere Seite von mir. Die höfliche Seite ist weg. Jetzt ist der Agro-Kevin da. Oder der Agro-Janka. Ist mir egal, wie er mich nennt. Ich nehme jetzt mein ägyptischer Zorn. Das Deck war fett für einen A. Entschuldigung. Aber es ist doch wahr.
Ich will nicht mehr. Ich probier's jetzt nochmal mit meinem alten Deck. Wenn ich nochmal verliere, dann ist es mir egal. Dann mache ich den Frust, Kevin. So. Ich hasse euch. Ich wünsche euch AIDS und Krebs. Den einen AIDS, den anderen Krebs. So, ich nehme eine Mu, ich nehme mal Schere, ist mir egal. Mann, die folgende Qualität dieses Parts lässt jetzt nach. Okay. Ich muss mich beruhigen, ich muss mich beruhigen. Aber wenn das Telefon noch mit Schild, dann raste ich aus. Dann schmeiß ich das, dann nehme ich das Telefon, schmeiß es auf den Boden, tritt drauf und sag: Halt die Fresse, ich gehe nicht dran. So, okay, Enemenemu, Riesenrad ist immer gut, aber er wird es wieder mit Adliger Zerstörung zerstören. Deswegen setzt es in die Angriffsposition. Auch ein Vorteil, wenn man häufig gegen einen Gegner verliert, kennt man sein Deck langsam. Okay, fliegende Kamakiri, der jetzt kriegt eine Harpie, glaube ich zumindest. Ich gehe stark davon aus. Nein, ich will die Karten nicht überprüfen. Das könnte ich eigentlich mal deaktivieren. Aber ich habe das ja eigentlich nur angeschaltet, damit ihr lesen könnt, was die Karten für Effekte haben. Ja, ich lasse es trotzdem jetzt mal drin. Extra für euch, damit ihr es lesen könnt. Achso, ich bin noch dran, genau. So, ich muss mich jetzt beruhigen. Ich muss jetzt ein bisschen wieder runterkommen hier. Kann ja nicht sein, dass ich mich hier die ganze Zeit so aufrege. Geht doch nicht. Ich meine, wenn ich einen Typen sehen will, der sich aufregt, dann schaue ich neuen Live an. Max Schradin. Okay, ist in Ordnung. Tornado ist okay. Hat zwar nur 1800, aber wir kriegen ja ein weiteres Monster, wenn es zerstört wird. Können wir den Angriff annullieren? Ja, wir können ihn annullieren. Allerdings annulliere ich den Angriff von seinem stärkeren Monster, und das ist der Tornado in dem Fall. Nein, ich reg mich nicht auf. Das Telefon! Okay, Riesenratte aktiviert sich jetzt der Effekt. Ich beschwöre Riesenratte. Und dann beschwöre ich ein Wächtermonster und gebe ihn eins seiner schönen Monster auf die Hand zurück. Ich wette, da ruft ein Abonnent von mir an, der mich ärgern will. Okay, Abonnent von euch, der mich ständig anruft. Hör auf damit! Ich will mich nicht ausrasten. Ich will mich nicht ausrasten. Lässt meine Grammatik langsam nach. Okay, jetzt aktiviert sich der Effekt. Ach, die Karte zählt auch als ein Koi-Monster, okay. Was hat er jetzt gemacht? Warum geht mein Monster down? Warum? Was ist hier los? Was ist hier los? Es glaubt gar nichts mehr in diesem Part. Alles ist am Arsch. Alles ist am Arsch. Nichts klappt. Frustration. Trauer. Verzweiflung. Jetzt habe ich wieder kein Monster auf dem Feld. Mir mangelt es immer an den Monstern. Er zerstört die immer. Und dann kann ich nichts spielen. Ich habe immer Tributmonster und ich kann nichts spielen. Oh, wo ist ein Strick? Ich will mich erhängen. Nach dem Part erhänge ich mich, ne? Das ist mein letzter Part, den ich jemals mache.
Telefon! Ah. Oh, ich geh mal ran. Ich geh jetzt mal ran. Ich muss mich irgendwie beruhigen. Jetzt hat er aufgelegt. Jetzt wollte ich rangehen und jetzt legt er auf. Was soll denn der Mist? Warum ruft er dann an? Nein, ich werde hier nicht cheaten, sonst kriege ich wieder ein paar Beschwerden. Hey, du hast gecheatet! Macht man nicht! Ich hasse dich! Dislike, die Abo, schlechter Kommentar, Spamme, Geflame. Ich hasse dich, deine Mutter ist scheiße. Deswegen cheate ich hier nicht. Denn solche Kommentare regen mich mehr auf als das Zeug hier. Oh nein, 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 nein! Telefon! Ich gehe jetzt ran, wartet. Fucking unbekannte Nummer ist es, da gehe ich doch nicht ran. Dann ist es bestimmt ein Abonnent von euch, jede Wette. Und ich kann wieder nichts machen, dieses Duell ist wieder verloren. Was ist los? Was ist hier nur los? Ich raste hier aus. Ich will nicht mehr. Jetzt spielt er sogar noch ein Monster. Ne? Das Deck von denen ist zu stark. Es rusht mich hier weg. Frustration, Trauer, Verzweiflung. Schmerz. Selbstmordgedanken. All das habe ich jetzt. Oh. Was ist denn los? Wo ich das Spiel privat gespielt habe, hatte ich nie solche Probleme gegen die. Aber warum jetzt? Das kann doch nicht sein. Nein, Telefon, leck mich. Leck meine Eier. Unbekannte Scheißnummer. Ich gehe nicht ran. Soll ich gleich rufen die Polizei? Ich schwör's euch. Ich ruf so an. Hey, so ein Typ ruft ständig bei mir an. Ja, was machen Sie denn dann? Warum schalten Sie Ihr Handy nicht aus? Ich weiß nicht, wie es geht. Ach, Sie wissen nicht, wie es geht? Tja, dann ist es nicht mein Problem. Okay. Und ich verliere ständig gegen diesen Scheißtypen hier. Was mache ich nur? Ich mache irgendwas falsch. Nie habe ich Monster auf dem Feld, weil er sie immer zerstört. Irgendwie. Durch irgendwelche scheiß Fallen, Zauber oder Monster. Ich muss jetzt auf Spezialbeschwörung spielen und nicht auf Annullieren oder Zerstören seiner Monster. Spezialbeschwörung. Ich brauche möglichst viele Monster auf dem Feld. Opferlamm, dann die hier, die waren ganz gut gegen den, habe ich vorhin festgestellt, bis es seine Falle gespielt hat, oder seine Zauber, ich weiß es gar nicht mehr, hab's jetzt irgendwie verdrängt. Herrscher des Gifts ist, glaube ich, auch ganz gut, aber wir können damit nicht Herrscher des Gifts speziell beschwören. Können wir vielleicht ein paar Spielmarken spielen oder sowas? Spielmarken. Ich meine, Spielmarken sind ja auch Monster, ne? Oh ja, die brauche ich. Ich weiß zwar nicht, die kommt zwar in die Angriffsposition, aber ist immer noch besser, als kein Monster auf dem Feld zu haben. Gut, Lekunga, so, ich muss zwei Monster von meinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Okay, die kann ich gleich abschreiben. Abstreiten. Verdammt. Was ich natürlich auch machen könnte, ist... Moment. Ich lasse es jetzt einfach mal mit dem ganzen Zeug. Na, jetzt ein Deck, da ich gezwungen bin, dass ich ein Deck habe. Kann ja schlecht ohne ein Deck in irgendein Duell reingehen.
Wie viel Geld habe ich denn? Ich brauche nur 1000, naja, ich brauche nur ein bisschen. Dann könnte ich mir vielleicht im World Championship Modus ein neues Workshop Deck kaufen, was vielleicht besser ist. Fury of the Deep wird zum Beispiel ganz gut. Ich gehe jetzt mal zurück. In den World Championship Modus. Uiuiui, hier werde ich ja voll gespammt hier, okay. Erhalte Karten. Achso, ja, okay, es ist kein neues verfügbar. Das heißt, ich muss mir ein paar neue so kaufen. Und zwar, was hole ich mir denn? Hole ich mir hier mal ein paar Karten. Vielleicht finden wir ein paar Karten, die perfekt gegen die zwei Idioten geeignet sind. Rüstung aus seltenem Gold. Okay, nicht so gut, finde ich. Sasuke Samurai. Wiederholungswurf. Kenne ich irgendwie alle gar nicht. Achso, ich muss die ja durchgehen, genau. Also, ne, ihr könnt ihr wieder stoppen. Und wenn ihr einen Vorschlag habt, falls wir diese Gegner in diesem Part nicht schlagen sollten, dann schreibt es in den Comments. Und dann werde ich mir das anschauen. Und ja, und dann schauen wir vielleicht im nächsten Part nach, ob das vielleicht gegen die gut geeignet ist. Oh, die haue ich auf jeden Fall rein. Hui. Die ist ordentlich. Ja, sorry, dass ich jetzt gerade so still bin. Ich muss mich erstmal beruhigen hier. Das ist ganz gut, wenn ich mal ein bisschen schweigsam bin. Und ihr euch vielleicht die Karten durchlest. So. Ein Fusionsmonster. Okay. Ich glaube, wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach so. Oh, das ist ein kleiner Bug. Hallo Bug. Perfekt. Was gibt's Schöneres als ein Bug? Nachdem man viermal, glaube ich, gegen die verloren hat. Ich nehme jetzt nochmal The Walking Dead und probier's nochmal. Und wenn ich noch mehr verlieren soll, dann überlege ich mir was ich im nächsten Part machen kann. Vielleicht benutze ich Cheats, mal schauen. Auch wenn es mich echt schmerzt, dass ich jetzt schon auf Cheats zugreifen muss. Aber ich habe keinen Bock mehr gegen die. Die regen mich sowas von auf. Mit ihrer Visage. Mit ihren Dialogen. Mit deiner Hilfe werden wir berühmt. Halt die Fresse. Ja, ihr seid wirklich Störenfriede. Ihr habt euren Tech-Namen mehr als verdient. So, und jetzt fange ich als erster an. Wisst ihr was, ich mache es jetzt so lange, bis ich sie schlage. Egal, selbst wenn dieser Part 3000 Jahre dauert, ist mir egal. Ich mache das jetzt in diesem Part fertig. Ich will die zwei Lappen jetzt endlich abhacken. Und selbst wenn es den Part dann heute nicht mehr gibt, dann gibt es ihn halt morgen. Dafür ist er dann wieder länger. Es gleicht sich dann auch wieder aus.
Das scheiß Telefon von irgendeinem Typen. Das musst du ihm lassen. Er ist nerviger, als er aussieht. Also er ist nervig, sagen wir es mal so. Ich geh nicht ran. Zerstört er mein Monster. Der Effekt ist fett OP. Oder im Endeffekt. Du kannst einen Eisenkern von Koi Mairo von deiner Hand auf dem Spezialbeschwörung Monster zu zerstören, das dein Gegner kontrolliert. Okay, dann gebe ich meins zurück auf die Hand. Ganz einfach. Oder einfach seins. Genau, ich gebe ihm sein scheiß Monster auf die Hand zurück. Easy going. Easy going. Warum mache ich es mir so schwer? Jetzt spielt die Vampir-Lady und greift ihn einmal direkt in sein scheiß Gesicht an. Warum bist du so gut? So, und weil mir seine Monster auf den Sack gehen, sage ich Monster. So, das reicht. Klar, wieder ein 2000er Monster. Was soll ich dazu sagen? Mhm, war zu erwarten. Mhm. Sehr schön. Aber ich glaube, er hat bestimmt eine Falle. Aber egal. Ich bin jetzt auf alles vorbereitet. Und selbst wenn er jetzt mein Monster zerstört, wenn ich meine Taktik jetzt ausprobiere, es ist mir sowas von egal. Man soll das halt machen, wenn es ihm Spaß macht. Jetzt würde es wahrscheinlich mit bodenlose Fallgrube entfernen oder sowas. Ich kann nichts mehr abschrecken. Und wenn das jetzt nicht zerstört, dann eben spätestens jetzt mit Spiegelkraft. Jede Wette. Na los, hau Spiegelkraft raus. Na los. Oh, keine Spiegelkraft. Du enttäuscht mich. Was denn los? Hä? Ach, die werden schon Mittel finden, um mich fertig zu machen. Die haben wohl gerade eine schlechte Hand oder sowas. Letzten Endes schaffen sie es bestimmt irgendwie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass ich in diesem Part recht habe. Mhm, wieder diesen scheiß Tornado. Die fette OP ist. Na los, benutzt deinen Effekt. Oh, hast du kein Monster? Warum benutzt du den Effekt nicht? Hm. Wisst ihr was, ich hab nichts zu verlieren. Ich gehe jetzt einfach alles auf. Ich gehe jetzt einfach aufs Ganze hier. Mystischer Raumtyphon. Und dann zerstöre ich mal die Karte, die er da gesetzt hat. Ist mir egal, was das für eine Karte ist. Hier könnt ihr euch durchlesen. Achso, das ist mit dem Annullieren. Okay. Gut, und jetzt probier es einfach mal. Er wird jetzt wahrscheinlich irgendwas dagegen haben. Hab ich wahrscheinlich nur ein bisschen. Natürlich, ihr seht ihr, ich hab's doch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich benutze Ikawas Angriff und zerstört unsere zwei Monster. Ganz einfach. Das ist die brillanteste Taktik, die ich jemals gesehen habe. Erst warten und dann einfach an unser Monster zerstören. Mhm. Und jetzt haben wir wieder eine schlechte Hand. Jetzt wird er uns selbst angreifen mit einem 2000er. Was auch sehr gut ist für die. Das ist eine super Taktik. Kompliment an die zwei. Die zwei sind die besten. Die sind viel besser und ich bin scheiße. Wie soll ich die zwei schlagen? Mit meinem scheiß Duell-Skill.
Was bleibt mit der anderen übrig? Jetzt spielt er seine Harpien, seht ihr das? Ich habe keine Chance. Immerhin schildert nicht mehr das Telefon, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, ich weiß, dieser Part ist jetzt ein bisschen schlechter. Ihr habt wahrscheinlich mehr erwartet. Aber was soll ich dagegen machen? Was soll ich dagegen machen? Wenn die auf Rush-Deck, wenn sie auf Rush spielen, möglichst viele ATK haben und immer meine Monster zerstören, wenn ich irgendwas auf dem Feld habe. Was soll ich dagegen machen? Wenn ihr ein Mittel findet, dann schreibt es in den Comments. So. Probiere ich mein Glück nochmal, vielleicht sicher passende Karten. Okay, die ist okay. Aber er wird sie wahrscheinlich jetzt annullieren, oder? Nein. Na los. Macht mich ruhig fertig. Jetzt spielt eure Adlige der Zerstörung. Oder genau, die ist sogar noch besser. Jetzt könnt ihr wieder angreifen. Sehr gut, habt ihr die aufgespart. Um sie genau einzusetzen. Wann ich mir Hoffnungen mache. Immer wenn ich mir Hoffnung mache, spielen sie irgendwas. Und zerstören meine Hoffnung. Das war meine pyramidische Kröte. Jetzt wurde sie zerstört. So, Effekt. Ihr habt immer noch die Harpien-Zwillinge, aber Ryokoki ist stärker. Das heißt, ich spiele jetzt Ryokoki. Jetzt macht er sich ins Hemd. Jetzt benutzt er einen Effekt. Was macht der Effekt? Falls die Karte gegen einen Löwe während deiner Endphase zerstört diese Karte, es sei denn, du legst einen Eisenkern von Kwai Mairu von deiner Hand auf dem Friedhof oder zeigst eine normale Fallenkarte von deiner Hand vor. Falls diese Karte gegen ein Licht- oder Finsternismonster kämpft, werden die Effekte des Monsters auf dem Spielfeld aktiviert. Moment. Werden sie auf dem Spielfeld aktiviert oder ausgeführt werden? Es? Egal. Während der Battle Phase annulliert. Achso. Solange diese Karte auf dem Spielfeld verbleibt, okay, das ist nicht relevant. Er zerstört sie, weil er kein Kwai Mairu Monster auf der Hand hat, okay. Das ist ja schon mein Hoffnungsschimmer. Aber dieser Hoffnungsschimmer hält sicherlich nicht lange. So, ich könnte jetzt mein Monster als Tribut anbieten, mache ich allerdings nicht, denn das wäre schlecht. Denn dann hätte ich wieder ein leeres Feld. Das zerstört seine Harpie. Damit seine andere jetzt schwächer ist. Jetzt ist der Kwai Mairu Futze wieder an der Reihe. Auf der Mumie, das ist gut, denn können wir mit der hier kombinieren. Warte, nein, die kann ich nicht als Spezialbeschwörung bewerten, genau. Na gut, dann greife ich einfach mal so blind an. Seine Harpien machen mir Angst, die müssen weg. Es läuft zwar richtig gut, aber gleich kommt der Todesstoß von denen, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, jetzt haben wir dieselbe Karte nochmal gezogen. Super. Bringt uns nicht viel. Ich greife jetzt einfach nochmal weiter an hier. HP 1. Jetzt
ruft dieser Scheißkerl wieder an. Ich gehe nicht ran. Du solltest es vielleicht mal kapieren. Und meinen Arsch lecken lassen, ey. Sich ein scheiß Monster von seinem Friedhof, ist mir egal. Was das für ein Effekt ist. Nicht so wichtig, der Effekt. Achso, er muss mir eine Karte zeigen. So, jetzt klatsche ich sein Feld weg von Zauber- und Fallenkarten. Schwerer Sturm. Zack. Zack. Sein Monster geht down. Also jetzt läuft's doch, aber das wird sich gleich ändern. So, es reicht. Endphase. So, jetzt greife ich einfach mal an. Die regenerierende Mumie spare ich mir noch auf, falls er irgendwas Fieses dann hat. Kann ich die sofort wieder spezial beschwören. Mit Ruf der Mumie. Okay. Zwei Verdeckte, die machen mir Angst. Kann auch sein, dass ich einfach nur paranoid bin. Aber wir haben jetzt einen Monster als Reserve. Ich spiele jetzt eine regenerierende Mumie. Und greife ihn jetzt einfach mal direkt an. Auch wenn er Spielkraft jetzt spielen wird. Okay, hat er nicht. Ich habe ja immer noch meine Zauberkarte regenerierende Mumie, damit kann ich verzweifeln, was willst du nicht spielen, was auch sehr passend jetzt gerade ist, denn ich bin jetzt momentan sehr verzweifelt, weil ich nicht an diese zwei Lappen vorbeikomme. Gut, wir bräuchten nur noch einen direkten Angriff. Mit Rio Cocky, dann haben wir es geschafft. Sein Monster wurde schon mal zerstört, das ist gut. Und der Todesstoß. Ich kann mich ehrlich gesagt jetzt nicht freuen darüber. Der, wie lange ich für diese zwei Deppen gebraucht habe. Das ist echt nicht mehr schön. Nein, unsere Strategie war doch perfekt. War sie auch. Ihr habt mich damit richtig, richtig fertig gemacht. Mist, wie konnte das passieren? Unser Anführer wird ausrasten. Wir sollten besser zusehen, dass wir hier wegkommen. In der Tat, wir müssen wirklich zusammenarbeiten, lieber Partner. Überlass das mir, Partner. Das ist deine Schuld. Du bist mir dauernd in die Quere gekommen. Du bist es, der mir in die Quere gekommen ist. Ach ja, warst du nicht so schwach gewesen? Stimmt mir jetzt nicht so schlecht da? Das glaube ich nicht. Wenn du das wirklich so siehst, dann komm doch her, du... Genau darauf habe ich gewartet. Pass bloß auf.
Ja, schlägert euch ruhig, genau. Okay, ich muss mich erstmal von dem Schock erholen, den mich diese zwei Idioten gekostet haben. Und das erstmal verdauen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir gegen den Anführer von dem Team kämpfen, was mich richtig, richtig zu verzweifeln bringt. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Euer Young LP. Ciao.